Wie ihr sehen könnt, war mein Lesemonat Mai super erfolgreich und jetzt gibt's den Rückblick. Ich habe im Mai ganze 10 Bücher geschafft zu lesen. Davon waren ganze 3 auf Englisch und naja, das allererste Buch, was ich im Mai gelesen habe, hatte ich auch schon im April angefangen. Das war Unsticky von Sarah Manning, diese, ja, Pretty Woman-Geschichte im 21. Jahrhundert. Hatte ein bisschen was von Shades of Grey, wurde aber hinterher meiner Meinung nach besser, weil wirklich eine interessante Geschichte dahinter stand und nicht ganz so flach alles war. Ja, dafür, dass das Buch so dick ist, hatte ich es wirklich schnell durch. Es hat mir wirklich Spaß gemacht, es zu lesen. Und ich glaube, die Autorin, Sarah Manning, werde ich mal weiter im Auge behalten. Falls ihr also Interesse an einer modernen Pretty Woman Geschichte habt, dann könnte euch dieses Buch auf jeden Fall interessieren. Gleich danach ging es weiter mit einem etwas ernsteren Buch, und zwar Scherbenpark von Alina Bronski. In diesem Buch geht es ja um ein russischstämmiges Mädchen, das in Deutschland wohnt und naja, ihre ganze Umgebung ist ziemlich kaputt, ihr Leben ist ziemlich kaputt und das liegt einfach daran, dass etwas ganz Grausames passiert ist. Ihre Mutter wurde ermordet, sie hat überlebt und sie muss jetzt irgendwie tatsächlich weiterleben. Darum geht das Buch. Es ist teilweise hart geschrieben. Es ist aber immer noch ein Jugendbuch und es ist auf jeden Fall super interessant zu lesen. Ich hätte gar nicht erwartet, dass das Buch so mitreißend ist. Auch das hat mir gut gefallen. Danach ging es weiter mit einem leichten Buch, und zwar Mein Sommer nebenan von Huntley Fitzpatrick. Eine Liebesgeschichte, die aber nicht bloß langweiliger Teenie-Kitsch ist, sondern durch wirklich tolle Charaktere begeistern kann. Und ich muss sagen, dieses Buch war bis ziemlich zum Ende des Monats tatsächlich mein Monatshighlight. Dann hat noch ein anderes Buch es übertroffen. Dazu komme ich dann gleich. Aber wer auch mal ein bisschen Sonne in diesem verregneten Sommer haben will, für den ist dieses Buch genau das Richtige. Man muss sich darauf einlassen, man muss sich vielleicht ein bisschen davon überraschen lassen. Und naja, man darf natürlich nicht ganz abgeneigt gegenüber Liebesgeschichten sein. Trotzdem lesenswert. Oh ja, dann ging es weiter mit Mein Herz so weiß von Javier Marías und ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich hatte von dem Buch so viel erwartet. Der Inhalt klang unheimlich interessant. Es sollte um ja, einen Mann gehen, der von seiner Vergangenheit eingeholt wird. Der arbeitet als Fremdsprachenkorrespondent bzw. als Übersetzer und Dolmetscher. Und ich hatte irgendwie erwartet, dass das eine total faszinierende Lebensgeschichte wird, die hier erzählt wird und dass es, naja, ein verworrener Roman ist, aber irgendwie, das Buch war super anstrengend. Ich glaube, ich habe ewig lange kein so anstrengendes Buch mehr gelesen, obwohl überhaupt nicht viel passiert. Aber schon die Schreibweise des Autors ist einfach so, der macht so ewig lange Sätze, die gehen mindestens über eine halbe Seite, haben unglaublich viele Verschachtelungen, Kommata und sonst irgendwas, es ist grausam, wirklich grausam. Und besonders interessant fand ich die Geschichte auch nicht. Sie war eigentlich ziemlich depressiv, sehr runterziehend. Also ich habe das wirklich gelesen und dachte, mein Gott, wie kann man so eine unglaublich schlechte Einstellung zum Leben und zur Welt haben? Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Es gab vielleicht 2, 3 gute Stellen, wo ich auch ein bisschen geschmunzelt habe, aber das war es auch schon. Und man sieht, das Buch ist sehr, sehr dünn. Ich habe wirklich lange dafür gebraucht, weil es mich einfach nicht packen konnte. Das Buch ist keine Empfehlung und lest lieber was anderes. Tja, und da fing das eigentlich schon an, dass ich wieder unheimlich Lust hatte, mal einen Thriller zu lesen. Und das Einzige, was ich in dem Moment noch da hatte, war dieser Jugendthriller hier. Und zwar Der Sommerfänger von Monika Feeth. Das ist das 5. Buch, glaube ich, einer Reihe und es geht immer um die gleiche Protagonistin, Jette Weingärtner, die irgendwie immer in Schwierigkeiten gerät und deren Leben wirklich alles andere als gemütlich und durchschnittlich ist. Auch dieser Band hat mir sehr gut gefallen. Insgesamt die ganze Reihe mag ich wirklich gerne. Es sind halt Jugendthriller, man darf also keine allzu blutigen und nervenaufreibenden Geschichten erwarten. Die sind doch recht harmlos. Aber Monika Feeth schafft es trotzdem immer, eine gewisse Grundspannung konstant aufrechtzuerhalten, sodass man durch diese doch relativ dicken Bücher ziemlich schnell durchkommt und auch Spaß beim Lesen hat. Für Jugendthriller-Fans also genau das Richtige.
Schließlich kam noch ein englisches Buch dran, White Cat von Holly Black. Und das ist eine Fantasy-Geschichte. Hier geht es, ja, es spielt praktisch in einer Parallelwelt von unserer. Ihr wisst schon, eine Welt, die unserer sehr, sehr ähnlich ist, aber eben nicht ganz gleich. Und zwar ist es hier so, dass manche Menschen durch ihre Hände oder überhaupt durch Körperkontakt Flüche oder, naja, Zauber aussprechen können. Sie können Leute verwünschen und ihnen vielleicht auch Glück bringen, je nachdem. Und ja, diese Menschen haben alle unterschiedliche Fähigkeiten, also nicht jeder kann alles. Und diese Fähigkeiten zu besitzen, ist ziemlich verpönt. Es ist auch verboten, sie zu benutzen und deswegen tragen alle Menschen Handschuhe, immer, damit nicht zufällig jemand verwunschen wird. Tja, und hier geht es um einen Jungen aus einer Familie von diesen Leuten mit diesen Fähigkeiten und er ist der Einzige, der diese Fähigkeiten nicht hat. Denkt man zumindest. Ist auf jeden Fall nicht schlecht gewesen, das Buch. Es hat mich nicht vom Hocker gehauen. Ich fand, es passierte nicht ganz genug und naja, es war halt so ein Buch, wo man sagt, naja, 3 von 5 Sternen vielleicht, aber mehr auch nicht unbedingt. Für Leute, die das vielleicht interessiert, einmal so eine parallele Welt mit Magie und Flüchen und ganz viel Verwünschungen und Verwirrung. Für den könnte das Buch was sein. Ich war nicht ganz so begeistert, was ich sehr schade finde, weil ich irgendwie das Cover des Buches total toll finde. Dieses auf alt gemacht, hier mit so einem Riss drin. Und diese Schlichtheit des Covers gefällt mir unheimlich. Aber das Buch konnte da leider nicht ganz mithalten. Dann habe ich zu einem weiteren Thriller gegriffen, und zwar Verstummt von Karen Slaughter. Das ist der erste Band ihrer zweiten Thriller-Reihe. Und ich habe ihre erste Reihe mit Begeisterung gelesen, beziehungsweise alle bis auf das letzte Buch, das fehlt mir noch. Und deswegen habe ich jetzt einfach mal direkt zu dem ersten Band gegriffen, der nächsten Reihe. Und ich muss sagen, ich war total verwundert. Ich finde, Karen Slaughter ist plötzlich viel brutaler und härter geworden in ihr Schreibstil. Nicht, dass mich das sonderlich gestört hätte. Ich habe ja nichts gegen harte Thriller. Aber doch, die Ausdrucksweise war schon manchmal sehr grenzwertig, wenn ihr mich fragt. Das hat mich überrascht und vielleicht hat mich das Buch deswegen auch nicht so ganz mitgerissen. Es war aber dennoch ziemlich spannend und ich habe 4 von 5 Sternen vergeben. Man muss einfach darauf eingestellt sein, dass man ziemlich häufig ein bisschen schockiert wird. Danach kam ein, naja, es ist viel mehr ein Krimi als ein Thriller, würde ich sagen, und zwar von Elizabeth George, Gott schütze dieses Haus. Ich glaube, da hatte ich schon mal erzählt, da geht es ja um einen Pfarrer, der einen Mord auf dem Dorf mitbekommt, beziehungsweise er findet die Leiche und daneben ein verwirrtes Mädchen, das behauptet, sie hätte diesen Mord begangen. Und ja, der Pfarrer geht mit den Indizien, die er soweit finden kann, zur Polizei und die Polizei muss das dann aufklären. Es spielt in England, es ist auch wirklich ein sehr britisches Buch. Es kommt irgendwie immer das Gefühl auf, dass man jetzt ganz dringend eine Tasse Tee und ein Sandwich braucht, wenn man es liest. Aber naja, es ist auch nicht wirklich spannend. Es zieht sich hin, es ist halt ein Krimi und kein Thriller. Also man hat nicht ständig diese Gefahr im Nacken sitzen, sondern beobachtet vielmehr die Aufklärungsarbeit der Polizei, was genau passiert ist. Und auch diese funktioniert natürlich nicht geradlinig, sondern es gibt immer wieder Abweichungen und Längen und Zwischenspiele und es geht auch sehr viel um das Seelenleben der Kommissare, die hier arbeiten und man darf eben nicht erwarten, dass das Buch einen total vom Hocker haut. Dann mein drittes englisches Buch für diesen Monat, The Missing von Lisa McMahon. Das ist eine Mischung aus Horrorroman, Jugendbuch und Fantasy, würde ich sagen. Es geht darum, dass in einem kleinen Dorf, in einem sehr zurückgebliebenen Dorf, wo noch alles sehr altertümlich ist, plötzlich 2 Jugendliche verschwinden. Und die Protagonistin ist eine Person mit sehr vielen Zwangsneurosen und die gerät da mitten hinein irgendwie. Denn, naja, zum einen waren beide, die dort verschwunden sind, aus ihrer Schule und zum anderen war der zweite auch noch ihr Freund. Ich fand die Geschichte war relativ spannend, nicht auf eine Art und Weise, wo man wirklich die ganze Zeit Nägelkauend davor sitzt, aber die ganze Stimmung des Buches ist sehr düster. Man hat immer das Gefühl, da ist irgendwas, was einen verfolgt, irgendwas Düsteres. Und man hat schon so kontinuierlich eine kleine Gänsehaut beim Lesen. Das hat mir sehr gut gefallen. Es wirkte fast wie so ein Horrorfilm. Das Ende vor allem auch, das erinnert sehr an viele Horrorfilme, die man kennt. Also nicht unbedingt von Inhalt her direkt, sondern einfach von dieser Art, wie es rüberkommt. Und deswegen hat mir auch das Buch, ich glaube, 4 von 5 Sternen abgeluchst.
Und ich kann es empfehlen, wenn man auf, ja, wenn man mal wieder eine Horrorgeschichte lesen möchte, die vielleicht nicht ganz so hart ist, weil bis tatsächlich der Horror aufkommt, ist es, glaube ich, ganz, ganz kurz vor Ende. Und bis dahin hat man nur immer dieses merkwürdige Gefühl im Bauch, dass da irgendwas nicht stimmt. Es ist eben auch ein Jugendbuch, also nicht allzu schlimm. Tja, und dann schon das letzte Buch vom Mai, das war Schneller als der Tod. Da habt ihr ja wahrscheinlich schon meine Rezension zu gesehen. Deswegen, das ist auch mein Monatshighlight geworden. Ich bin absolut begeistert von dem schwarzen Humor. Und das Buch hat mich sowas von positiv überrascht, dass ich einfach nur nochmal sagen kann, es ist genial, lest es. Ja, so viel zum Mai. Ich bin mal gespannt, was der Juni bringt. Ein Buch habe ich mittlerweile schon beendet. Und ja, mehr fällt mir auch ehrlich gesagt gar nicht mehr ein, was ich sagen könnte. Von daher bleibt mir nichts anderes, als zu sagen, wir sehen uns am Sonntag wieder. Habt einen schönen Lesemonat und bis zum nächsten Mal. Oh. Oh. Shit. Heilige Scheiße, wo kommt denn jetzt dieser Ohrwurm her von diesem Rubinrotlied? Nein. It's gotta be faster, faster, harder, harder. Bigger version of me. It's gotta be crazy, sexy, louder, edgy. A bigger version of me. Bescheuert.